Die Revolution ist ein Spiel der Macht. Ausgetragen in den Schatten. Und ausgeführt in Blut. Welcome to the Revolution. Du bist nicht mehr mein Schüler, Assassine. Ist nicht verloren. Die Vergangenheit lebt in uns weiter. Kodiert in der Doppelhelix verbergen sich die Erinnerungen unserer Vorfahren. Nach 3 Jahrzehnten der Forschung haben unsere Ingenieure das modernste biotechnologische Interface geschaffen. Helix ist nun bereit, Ihnen die wichtigsten Momente der Weltgeschichte per Knopfdruck in Ihr Wohnzimmer zu bringen. Das ist die total immersive Unterhaltung. Die wichtigsten Momente der Weltgeschichte stehen Ihnen nun per Knopfdruck zur Verfügung. Und kommen zu Ihnen nach Hause. Willkommen bei Helix. Wo die Geschichte Ihr Spielplatz ist. Jacques de Molay, der letzte der heldenhaften Tempelritter, war ein Mann mit Grundsätzen, ein großer Geist von jenen hintergangen, denen er vertraute. Erleben Sie in dieser Folge von Gefallene Helden Jacques de Molays tragische letzte Stunden, gesehen durch die Augen eines seiner engsten Freunde und seines Ratgebers. Ein Freund des Tempels. Florak, der Urteilsspruch des Rats war eindeutig. Ihr seid hier nicht willkommen. Ich muss mit dem Großmeister sprechen. Er ist beschäftigt, wie die anderen. Vielleicht ein andermal. König Philipp sieht das anders. Verflucht, Mann. Schon im Kerker verrottet. Ich verstehe es kaum. Man hat uns verraten. Zieht die Schwerter! Verteidigt den Tempel! Nicht ihr, Bruder. Für euch habe ich was anderes. Kommt mit! König Philipp geht schneller vor als erwartet. Sind andere Finger im Spiel. Der Papst? Die Assassinen. Assassinen? Ich dachte, die Mongolen hätten ihre Macht vor Jahrzehnten gebrochen. Die Assassinen sind älter als Masyaf, mein Freund. Ihre anarchischen Ideale sind ansteckend wie die Pest. Noch schwieriger auszulöschen. Wir erleben den Morgen nicht, doch eilt ihr euch, treffen wir den Tod. Geht zum Turm, nehmt Schwert und Buch, versteckt sie. Die Assassinen dürfen sie nicht finden. Geht! Ah.
Brücke! Halt! Verdammt! Ich muss irgendwie hinein! Clemens, hört mich an! Noch vor Ende des Jahres werdet ihr vor dem Richtstuhl Gottes stehen! Und ihr, König Philipp, für die schmachvolle Schändung des Tempels kann keine Bestrafung schrecklich genug sein! Ach, seid verflucht! Verflucht bis in die 13. Generation! Verflucht sollt ihr sein! Von den Flammen des Zorns verschlungen, fand das Zeitalter der großen Weisheit ein schmerzhaftes Ende. Die Tempelritter,
Einst stolze Bewahrer von Ordnung, Frieden und Erkenntnis. Gab es nicht mehr. Ja, lass einen Sniffer laufen. Wenn Abstergo uns anpingt, hol mich raus. Okay. Ich habe ein Bild. Hallo. Du bist bestimmt verwirrt, also mach ich's kurz. Ich bin Bishop. Nicht wirklich, versteht sich. Aber mehr verrate ich heute nicht. Bitte hör gut zu. Abstergo will dich benutzen, um mithilfe deiner Neuronen genetische Erinnerungen zu durchforsten. Die Typen haben ihre Finger bereits in zahlreichen Regierungen, Pressekanälen und NGOs. Aber jetzt wollen sie die Kontrolle über die Geschichte. Macht dich das nervös? Dann ist gut. Aber wir werden sie stoppen. Und ich brauche deine Hilfe. Deacon, lade Gensequenz AD16 B13 I87. Ja, ist gleich soweit. Letzte Woche erhielten wir Zugang zu einem Satz nicht sequenzierter Erinnerungen auf den Helix-Servern. Zunächst wirst du dir eine kleine Probe anwählen, damit du verstehst, wofür wir kämpfen. Und danach kannst du selbst entscheiden, was passieren soll. Wir warten. Arno? Kann ich nicht mitkommen, Vater? Nur Mut, mein Junge. Du wartest hier. Ich komme wieder, wenn dieser Zeiger ganz oben steht. Das dauert ja ewig. Nicht so lange, wie du glaubst. Und wenn ich zurückkomme, sehen wir uns das Feuerwerk an. Und Arno? Keine Abenteuer, ja? Ja, Vater. Thank you.